Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es mal wieder um einen Cold Case. Und zwar um einen Fall aus dem Jahr 1994. Opfer war die damals 20-jährige Anke Hübschmann. Zugetragen hat sich die Tat in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1994. Der Fall wird als Disco-Mord von Großröhrsdorf bezeichnet. Und Großröhrsdorf ist eine Kleinstadt in Sachsen mit knapp 7000 Einwohnern laut der Zählung zum Ende des Jahres 2008. Vielleicht ist euch der Ort ja aus den Medien noch bekannt. Denn im September 2021 wurde die damals 16-jährige Victoria am 15. September 2021 gegen 15.30 Uhr in einem Garagenkomplex von einem 15-Jährigen erstochen. Ich meine, dass ich zu dem Fall auch mal Bezug genommen habe. Ich glaube, in einem der Videos zu dem Fall von Luise aus Freudenberg, als wir das Thema Gewalt von Jugendlichen bzw. von Minderjährigen hatten. Aber das nur am Rande wegen der Einordnung des Ortes. Fangen wir an mit dem ungeklärten Mord an Anke Hübschmann. Anke war in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1994 zu einem Disco-Besuch im Nachbarort, von dem sie nicht zurückkehrte. Sie verschwand einfach. Einen Monat später wurde ihre Leiche gefunden, in einem Waldstück bei Großröhrsdorf bei Sachsen. Anke wurde am 23. April 1973 geboren und absolvierte eine Ausbildung in der Pfefferküchlerei Pulsnitz. Ihr Vater starb, als sie 12 Jahre alt war. Ein paar Jahre später zog ihre Mutter aus Großröhrsdorf weg, um mit ihrem neuen Lebensgefährten zusammenzuleben. Anke wollte aber nicht wegziehen und zog dann zu ihrem Großvater. Und hat sich dann auch ein bisschen um ihn gekümmert. Anke wurde als sehr liebevoller, freundlicher und hilfsbereiter Mensch beschrieben. Am Freitag, dem 25. Februar 1994, war Anke mit Freunden für den Disco-Besuch verabredet. Zuerst traf sie sich im Top 1000 im Ohrhorner Weg 1 in 01900 Großröhrsdorf zum Dart- und Billardspiel. Das ist ein Jugendtreff mit einer Spielothek. Anke gehört in diesem Jugendtreff bzw. der Spielothek praktisch zu den Stammgästen. Und nach diesem Besuch geht Anke dann mit einer Freundin in die Diskothek zur Sonne in Breitnick. Diese Diskothek wurde von vier Besuchern auch Sunshine genannt. Die Adresse war die Bischofswerder Straße 167 in Breitnick-Hauswalde. 2015 hat sich dort dann auf jeden Fall die CAT OS Software GmbH drin befunden. Ob diese dort heute noch ansässig ist, konnte ich leider nicht eruieren. Der Abend in der Diskothek verlief erst einmal ganz normal. Es wurde getrunken und getanzt. Und dann gab es jemanden, also einen Mann, den Anke interessant fand. Und auch ihre Freundin, mit der sie unterwegs war, fand diesen Mann interessant. Der Typ, also der Mann, hat sich dann für die Freundin entschieden und darüber war Anke sauer. Sie hatte sich dann danach ein bisschen deplatziert gefühlt, praktisch wie das dritte Rad am Wagen. Und sie hat sich dann auch mit ihrer Freundin gestritten. Der genaue Inhalt dieses Streits ist nicht bekannt. Danach hat Anke die Diskothek wutentbrannt verlassen, hatte aber noch angekündigt, dann nochmal zum Top 1000 zu fahren. Verlassen hat sie die Diskothek vermutlich gegen 1 Uhr morgens. Im Top 1000 ist sie dann nicht mehr aufgetaucht. Und jetzt habe ich euch einmal den Weg eingeblendet, den Anke von der Diskothek bis zu der Spielothek nehmen muss. Sie führt über eine einzige Straße, man muss also nirgendwo abbiegen. Und diese Strecke beträgt knapp 3 Kilometer. Google zeigt hier in der Darstellung 2,8 Kilometer an. Und diese Strecke ist in gut 30 Minuten zu Fuß zu bewältigen.
und auf diesem Weg muss sie verschwunden sein. Im Prinzip gibt es da ja zwei Optionen. Entweder hat sie jemand auf diesem Weg aufgegriffen, entweder mit Gewalt, oder er hat ihr angeboten, sie zur Spielothek mitzunehmen. Eventuell ein Bekannter. Also im Prinzip erst einmal Zufall. Oder hat sie jemand bereits visiert, als sie noch in der Diskothek war und ist ihr dann gefolgt, als sie die Diskothek verlassen hat? Wenn es ein Bekannter war, wusste er tatsächlich, welchen Weg sie nimmt und was vermutlich ihr nächstes Ziel war, nämlich die Spielothek. Und auch hier hätte ihr der Täter ein Mitnehmen anbieten können. Oder sie wurde gewaltsam ins Auto verbracht. Auf jeden Fall muss der Täter mit dem Auto unterwegs gewesen sein. Aber zur weiteren Ausführung komme ich nochmal am Ende des Videos. Da um diese Uhrzeit keine Busse mehr fuhren, muss Anke auf jeden Fall den Weg zu Fuß angetreten sein. Oder hatte zumindest das Vorhaben. Das Verschwinden von Anke fiel erst am nächsten Tag auf. Sie hatte sich am Vorabend mit einer Freundin für den nächsten Tag verabredet. Diese Freundin war 4 Jahre jünger als Anke und durfte deswegen nicht mit in die Diskothek. Aber sie hatten sich noch, bevor Anke in die Diskothek ging, noch in der Spielothek bzw. im Jugendtreff getroffen. Diese Freundin war dann am nächsten Tag mit ihr im Top 12 verabredet. Die Freundin war dann auch zum verabredeten Zeitpunkt vor Ort und wunderte sich, dass Anke noch nicht da war. Denn Anke war immer sehr pünktlich und auch immer vor ihr am Treffpunkt. Wenn ihr doch mal was dazwischen gekommen ist oder ähnliches, hat sie immer eine Nachricht hinterlassen, sodass man auf jeden Fall Bescheid wusste, was los ist. Die Freundin hat dann dort circa eine Stunde gewartet und wurde immer unruhiger, weil sie das Gefühl hatte, dass irgendetwas nicht stimmt. Nach einer Stunde verließ sie dann das Top 12 und fuhr zu dem Großvater, bei dem Anke wohnte. Und dieser sagte ihr, dass sie von ihrem Diskothekenbesuch gar nicht zurückgekommen ist. Nachdem die Freundin dies dann vom Großvater erfuhr, hat sie sich direkt auf den Weg zu der Freundin gemacht, mit der Anke am Vorabend der Diskothek war. Aber auch die konnte ihr keine Infos geben, wo Anke sich befindet. Da sie anscheinend nach dem Streit und Ankes Verlassen der Diskothek kein Gespräch mehr mit ihr geführt hat. Die Freundin fuhr dann erneut zum Großvater zurück. Und auch die Mutter von Anke wurde bereits über das Ausbleiben von Anke informiert. In den nächsten Tagen entstanden natürlich im Ort Vermutungen, Gerüchte und auch Anschuldigungen bezüglich des Verschwindens. Das ist nun mal in kleinen Orten dann immer sehr schnell der Fall. Die Mutter hat dann am 28. Februar Vermisstenanzeige bei der Polizei in Groß-Rösdorf gestellt. Und da verdichteten sich natürlich dann nochmal ein bisschen die Gerüchte, weil diese Vermisstenanzeige erst 2 Tage später nach dem eigentlichen Verschwinden gestellt wurde. Aber dies ließ sich dann damit erklären, dass man erst selber im Umfeld nach ihr gesucht hat. Und ich beschreibe es mal so, man hatte wahrscheinlich die Hoffnung, dass Anke aus irgendeinem Grund erstmal nicht Bescheid gesagt hat, wo sie denn ist, und man mit dieser Vermisstenanzeige erstmal kein großes Fass aufmachen wollte. Die Polizei hat dann allerdings erst einmal nach der erfolgten Vermisstenanzeige im Kleinen angefangen, nach ihr zu suchen. Also bei Freunden, Bekannten und so weiter. Hat versucht zu klären, wo sie sich befinden könnte, und dann wurde auch eine Öffentlichkeitsverhandlung gestartet. Aber alles ohne Erfolg. Und eine große Suche nach Anke fand aber erst 4 Wochen nach ihrem Verschwinden statt. Unter anderem mit Man-Trailer-Hunden und einem Hubschrauber. Und bei der Suche wurde auch ein nahegelegenes Waldgebiet, die sogenannte Massenei, durchkämmt, und dabei wurde die Leiche von Anke gefunden. Die Massenei ist ein etwa 1500 Hektar großes Waldgebiet östlich von Dresden, das an die Fluren von Klein-Rösdorf, Groß-Rösdorf, Brettnig, Frankenthal, Groß-Hartau, Schmiedefeld, Seligstadt und Arnsdorf reint. Sie ist Landschaftsschutzgebiet, Naherholungsgebiet und wird auch forstwirtschaftlich genutzt. Ich habe euch hier einmal dargestellt, wie der Weg
von der Diskothek zu diesem Waldgebiet verläuft. Und wie ihr seht, befindet sich das Waldgebiet in der entgegengesetzten Richtung von ihrem geplanten Weg zum Jugendtreff-Spielothek. Anke wurde mit einem Haufen Reisig bedeckt gefunden. Der Täter hat versucht, sie zu verstecken. Oder zumindest sie so abzulegen, dass sie nicht sofort gefunden wird. Dieses Waldgebiet war früher NVA-Sperrgebiet. Und ein ehemaliger Bauwagen oder ähnliches wurde von der NVA damals genutzt. Und dieser stand in der Nähe des Fundortes. Aber es konnte keinen Zusammenhang zur ehemaligen NVA wegen des Auffindens der Leiche von Anke festgestellt werden. Der Fundort an sich war aber selbst vielen Einwohnern unbekannt. Das heißt also kein Ort, den wirklich jeder kannte. So wie Anke aufgefunden wurde, konnte man von einem Sexualdelikt ausgehen. Ihr Oberkörper war entblößt und ihre Hose war geöffnet. Spuren einer Vergewaltigung gab es nicht. Also keine Spermaspuren oder Abwehrspuren oder ähnliches im Intimbereich. Getötet wurde sie durch Erwürgen. Dadurch, dass Anke schon 4 Wochen dort lag, waren die sterblichen Überreste von ihr bereits von Tieren angefressen worden. Trotz der langen Liegezeit konnte eine DNA-Mischspur festgestellt werden. Allerdings konnte diese Mischspur keiner einzelnen Person zugeordnet werden. An der Kleidung und an ihrem Körper wurden auch 3 Haare gefunden, die nicht zur Anke gehörten. Diese Fremdhaare wurden dann 2004 noch einmal mit den neuesten technischen Möglichkeiten untersucht, also die DNA ermittelt. Aber es gab keinen Treffer in der Datenbank. Die Kleidung wurde 2014 auch nochmal auf DNA untersucht, aber ohne weiteres Ergebnis. In den ersten Tagen, nachdem bekannt war, dass Anke ermordet wurde, gab es dann die ersten Ermittlungsergebnisse. Es konnte jemand verhaftet werden unter dem dringenden Tatverdacht und dieser saß auch längere Zeit in Untersuchungshaft. Bei dem Mann handelte es sich um einen jungen Mann aus ihrem Umfeld, also aus Ankes Umfeld, und war seit 1992 mit Anke befreundet. In dieser Nacht war er in Tatortnähe mit seinem PKW unterwegs. Und dann gab es einen Jäger, der beim Schauen mit dem Fernglas von seinem Hochsitz aus einen PKW sah. Er vermutete einen roten Ford Escort. Und gesehen hat er den Wagen in der Nähe des Fundortes von Anke. Und dort gab es einen Feldweg, der jetzt in die Nähe oder in die relative Nähe des Fundortes führte. Und eben auf großer Entfernung hat er bei Nacht dann dort das Fahrzeug gesehen. Und wie schon gesagt, der Jäger vermutete, dass es ein Ford Escort war und sagte aber, dass das Fahrzeug rot sei. Der Festgenommene war dann an diesem Abend oder in dieser Nacht mit seinem PKW in der Nähe unterwegs und er fuhr auch einen Ford Escort. Allerdings hatte er die Farbe weiß. Der Wagen wurde natürlich von der Polizei untersucht und man fand in dem Fahrzeug Faserspuren, die zu den Faserspuren passten, die man an Ankes Leiche gefunden hatte, beziehungsweise an der Bekleidung von Anke. Da nun die Farbe des Wagens so nicht so richtig passte, weil der Jäger hatte was Rotes gesehen und der Wagen war ja weiß von den Tatverdächtigen und ich glaube auch durch ein Fernglas kann man dann schon weiß von einer anderen Farbe unterscheiden, hat man dem Tatverdächtigen dann vorgeworfen, dass er sein Auto mehrfach umgespritzt hat. Zuerst von weiß in rot und dann wieder in weiß. Und das in einer Nacht, um zu erklären, warum sein Auto weiß war, aber der Jäger ein rotes gesehen hat. Der Grund, weswegen er dann verhaftet wurde, waren aber die Faserspuren, die gefunden wurden. Aber die beiden waren ja bekannt und er hatte auch angegeben bei seinen Vernehmungen, dass er Anke des Öfteren in seinem Auto mitgenommen hat. Man konnte dann auch nicht feststellen, dass diese Spuren aus dem Wagen definitiv mit den Spuren an Ankes Bekleidung übereinstimmten. Und selbst wenn dies möglich gewesen wäre,
hätte man nicht sagen können, wann diese Fasern von dem Auto an Ankers Kleidung gekommen sind. Er wurde dann erst nach 9 Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Aber der Haftbefehl blieb bestehen, wurde aber nicht mehr umgesetzt, da keine Fluchtgefahr bestand. Endgültig wurde er dann ein weiteres Jahr später außer Kraft gesetzt, also der Haftbefehl, und zwar im März 1996. Und erst 1997 wird das Verfahren gegen ihn dann endgültig eingestellt, also nach 3 Jahren. Also für mich sieht das so aus, als wenn man hier zwanghaft versucht hat, jemandem diese Tat unterzujubeln. Erst einmal wird niemand sein Auto in der Nacht zweimal umlackieren. Zumal ich mir da denke, dass die Farbe dann nach dem ersten Umlackieren noch nicht einmal trocken war. Also ich habe da jetzt keine Ahnung von, ich bin jetzt kein Maler oder Lackierer, vielleicht kann da jemand von euch was dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass man ein Auto in der Nacht einmal umlackiert, dann damit unterwegs ist und direkt danach dann noch einmal wieder in die ursprüngliche Farbe umlackiert. Und zweitens, wenn man einen gemeinsamen Bekanntenkreis hat und man dann auch mal jemanden öfter mitnimmt, ist klar, dass es da irgendwo Faserspuren gibt. Da hat man meiner Meinung nach wirklich was versucht zu konstruieren und hat vermutlich damit auch andere, vielleicht sehr relevante Spuren komplett außer Acht gelassen. 2014 wurden dann in dem Fall wieder die Ermittlungen aufgenommen. Und der ehemals Beschuldigte wurde erneut einbestellt. Diesmal allerdings als Zeuge. Dies war dann 20 Jahre nach der Tat. Der Gedanke der Polizei war wohl, den Täter wissen zu lassen, dass der Fall nicht vergessen ist. Und wieder Unruhe zu bringen bei dem Täter bzw. vielleicht eventuellen Mitwisser. Die Polizei kam dann auf die Idee, am Leichenfundort und am Grab von Anke Videokameras zu installieren. Das Ziel war, dass eventuell der Täter wegen des Jahrestags und der erneuten Verhandlung das Gefühl hat, noch einmal an den Ort des Geschehens zurückkehren zu müssen. Diese Kameras wurden da nur für wenige Tage installiert. Und an der Fundstelle von Anke ist dann tatsächlich etwas passiert. Und was da passiert ist, das seht ihr jetzt. Leider ist aber die Bildqualität der Aufnahme nicht so gut. Es erscheint ein Mann und dieser schaut vom Wegrand sehr gezielt auf den damaligen Fundort von Anke. Der Mann konnte aber aufgrund der schlechten Bilder zunächst nicht identifiziert werden. Dies gelang erst 2015. Und das war dann so. Kripo Live, die den Fall immer wieder in der Sendung dargestellt hat, hat 2015 erneut Filmaufnahmen in dem Wald gemacht. Und das Team sah dann wieder eine männliche Person, die Ähnlichkeit mit dem Mann auf dem Video hat. Der Mann konnte dann ermittelt werden. Er wohnte in Groß-Rösdorf, ganz in der Nähe des Fundortes. Er wurde natürlich diesbezüglich von der Polizei vernommen und bestätigte auch, der Mann auf dem Video von 2014 zu sein. Der Mann war schon älter, zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen bereits über 70 Jahre alt und es war keine Verbindung zu Anke Hübschmann festzustellen. Der Mann war in der Gegend ab und zu unterwegs, um Pilze zu suchen. Und er hatte von einem Bekannten, der bei der Polizei in Groß-Rösdorf tätig war, erfahren, dass dort der Fundort von Anke war. An dem Fundort wurde von den Angehörigen von Anke ein Holzkreuz aufgestellt. Dies war aber von dem angrenzenden Feldweg nicht zu sehen. Und deswegen war es natürlich für die Polizei dann auch schon recht interessant, dass er tatsächlich eben genau in diese Richtung schaute. Der Mann hat dann auch noch eine freiwillige Speichelprobe abgegeben und diese passte nicht zu den Spuren und er konnte dann definitiv als Täter ausgeschlossen werden. Es stellt sich in diesem Fall natürlich auf jeden Fall die Frage, warum hat es keinen groß angelegten DNA-Test gegeben? Denn alle DNA-Tests, die abgegeben wurden, wurden von Verdächtigen in Anführungsstrichen
dann immer nur auf freiwilliger Basis abgegeben. Also dazu habe ich jetzt keinerlei Antwort gefunden, weil meiner Meinung nach hätte es in dem Fall auf jeden Fall Sinn gemacht, dort einen großen DNA-Test zu machen. 2014 wurden dann auch die gesamten Ermittlungsakten noch einmal durchgeschaut. Und anscheinend hat man 1994 wohl einige Hinweise gar nicht verfolgt, zumindest einen nicht. Denn man hat sich ja auf den Fahrer von dem weißen Ford Escort fokussiert. Am 27. Februar 1994, also einen Tag nach dem Verschwinden von Anke, ist zum Beispiel einem Polizeibeamten am Eierberg in Pulsnitz ein verlassener Trabant aufgefallen. An dem Tag, wo er den Wagen gesehen hat, erschien der Wagen in Ordnung und am nächsten Tag wurde dieser Wagen erneut überprüft. Und da stellte man fest, dass die Kennzeichen abmontiert worden waren und im Innenraum nicht mehr alles so war wie am Vortag. Es fehlte zum Beispiel ein Schonbezug auf dem Beifahrersitz, aber auf allen anderen Sitzen war der Schonbezug noch vorhanden. Der Halter dieses Trabant konnte dann auch nach 20 Jahren noch ermittelt werden. Auch dieser gab eine freiwillige Speichelprobe ab. Und auch hier gab es keine Übereinstimmung und keine Verbindung zum Fall von Anke. Der Halter wurde auch nie als Beschuldigter geführt. 2015 gab es dann erneut einen Verdächtigen. Dieser wurde von einem Zeugen verdächtigt. Der Zeuge will bereits 1994 von dem Verdächtigen erfahren haben, dass dieser das Verbrechen begangen hat. Der Zeuge konnte aber keine Angaben machen, warum er mit dieser Information 21 Jahre gewartet hat. Also er konnte entweder keine Informationen geben oder er wollte keine geben. Die Polizei hat dann die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen, also der von dem Zeugen beschuldigt wurde. Dieser war dann 2015 44 Jahre alt und zum Tatzeitpunkt 23 Jahre alt. Das würde dann ja passen. Es gab Durchsuchungen bei ihm und auch sein Telefon wurde überwacht. Aber die Ermittlungen wurden August 2015 bereits wieder eingestellt, weil es bei der Staatsanwaltschaft keinen hinreichenden Tatverdacht gab. Und man hat dann auch Motive gefunden, warum der Zeuge diesen Mann falsch beschuldigt hat. Aber dazu gibt es keine Informationen, was die Motive waren. 2017 wurden dann die Ermittlungen erneut eingestellt und bis heute nicht wieder aufgenommen. Also ich gehe davon aus, dass sie nach dem Verlassen von jemandem mit dem Auto mitgenommen wurde. Und vermutlich von jemandem, den sie kannte. Und ich gehe mal davon aus, das ist die eine Möglichkeit, dass er ihr angeboten hat, sie zu dem Top 1000 zu fahren. Oder er hat ihr vorgeschlagen, woanders hinzufahren. Denn sie war vermutlich aufgrund der Situation in der Diskothek und dem Streit mit der Freundin in keiner besonders guten Stimmung. Leider konnte ich nirgendwo die Info finden, ob Fundort gleich Tatort ist. Also keine klare Information, aber es wird in einigen Artikeln dann immer gesagt, dass das Holzkreuz am Tatort steht. Also müsste man praktisch davon ausgehen, dass Fundort gleich Tatort ist. Ich blende euch hier noch einmal den Weg von der Diskothek zum Tor oder zu Top 1000 ein. Und dann gleich nochmal den Weg von der Diskothek zum späteren Fundort. Die beiden Wege sind entgegengesetzt. Das ist einfach einer der interessanten Punkte. Es könnte zum Beispiel sein, also ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, die ich hier spekuliert habe oder er spekuliert habe, dass der Täter Anke an oder in der Nähe der Diskothek ins Auto steigen ließ. Sie dann Richtung Top 1000 fahren wollte. Während der Fahrt Anke eventuell zur Diskothek zurückfahren wollte, um etwas zu klären. Vielleicht noch mit ihrer Freundin, mit der sie sich gestritten hat. Der Täter hatte aber bereits etwas anderes im Sinn, ist dann erstmal ihrem Wunsch gefolgt, ist mit ihr Richtung Diskothek zurückgefahren. Und ist dann aber weitergefahren, hat dann an einem unbekannten Ort versucht, Sex mit ihr zu haben. Das kann aber auch dann durchaus in dem Feldweg
nahe des Fundortes gewesen sein. Dafür würde sprechen, dass sie obenrum entkleidet war und die Hose geöffnet war. Aber es kam nicht zur Vollendung der Tat, sondern wohl direkt zur Tötung. Allerdings könnte natürlich dieses sexuelle Motiv auch vorgetäuscht sein und einen anderen Grund für die Tötung geben. Es wurde nämlich nichts über eventuelle Abwehrverletzungen bei Anke berichtet. Das Entblößen des Oberkörpers und das Öffnen der Hose könnte nur eine Täuschung sein. Wie ihr seht, gibt es viele Möglichkeiten. Allerdings ist für mich aufgrund des Fundortes klar, dass der Täter aus der Umgebung kommt und sie sehr wahrscheinlich den Täter auch kannte. Ich sehe hier allerdings ein großes Versäumnis der Polizei 1994, da man sich anscheinend nur auf einen Verdächtigen fokussiert hat, und zwar auf den jungen Mann mit dem weißen Ford Escort, obwohl es nicht einmal sicher war, dass der Jäger einen Ford Escort gesehen hat. Und er hatte dieses Auto auch noch in einer anderen Farbe gesehen. Ich kann mir es nur so vorstellen, dass die Polizei gedacht hat, das passt irgendwie, versuchen wir das irgendwie so hinzubekommen, dass er der Tatverdächtige ist, dann haben wir den Fall schnell abgeschlossen. So, das war es mit dem Video zu dem Fall von Anke Hübschmann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!